Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir spielen übermorgen im Schlagerspiel um 16.30 Uhr im Allianzstadion gegen den SK Rapid Wien. Tickets für das Spiel sind noch heute in den Sturmshops erhältlich und dann am Sonntag beim Stadion. Und wir hoffen auf eine zahlreiche Unterstützung in Wien. Bei mir begrüßen darf ich Philipp Zulechner und Cheftrainer Franco Foda und darf gleich um Ihre Fragen bitten. Usbek, ist der jetzt verletzt oder nicht? Er ist verletzt, ja. Er hat Probleme mit der Achillessehne und konnte die ganze Woche nicht trainieren und wird auch nicht am Wochenende einsatzfähig sein. Bleiben wir gleich beim Personal. Daniel Alar und Lukas Spendlerhofer sind wieder dabei. Wirst du umständlich in Rapid oder wirst du Mannschaftsspieler sind zuletzt? Na, also Danny und Lukas haben gestern das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert, komplettes Training absolviert. Wir haben noch zwei Trainingseinheiten zu absolvieren, das heißt heute noch und morgen. Und dann werde ich, wie ich das immer tue, entscheiden, wer dann am Wochenende spielt. Ob beide eventuell schon im Kader sind, werde ich dann morgen entscheiden. Dann kommt es auch darauf an, welche taktische Variante du willst. 3-4-3 oder doch wieder 4-2-3-1? Ja, das ist richtig. Ja. Wir haben die Woche vor allen Dingen auch sehr viel an der Offensive gebastelt und auch sehr viel im Offensivbereich trainiert. Und ich glaube, die Mannschaft kann beide Systeme umsetzen. Das hat sie, glaube ich, auch in Alltag gezeigt. Ja, wir waren defensiv eigentlich top organisiert, haben dem Gegner eigentlich über 90 Minuten extrem wenig zugelassen, wenn man weiß, dass Alltag gerade zu Hause sehr gut ist, dass sie immer viele, viele Tormöglichkeiten kreieren. War das in diesem Spiel nicht der Fall, weil wir es geschafft haben, die Flügel zuzustellen, wo sie gefährlich sind, nach Flanken. Wir haben im Strafraum mit den drei Verteidigern gut verteidigt. Also das Defensivkonzept war sehr, sehr gut. Klar, im Spiel nach vorne hatten wir oft unnötige Ballverluste, oft hat der letzte Pass gefehlt. Das können wir sicherlich besser machen, keine Frage, aber wir hatten trotz allem 3-4 Riesenmöglichkeiten. Ja, und jetzt gilt es einfach, sich auf Rapid einzustellen. Wir wissen, wie sie spielen, wie sie in den letzten Wochen gespielt haben. Unter dem neuen Trainer haben wir jetzt wieder auf Viererkette umgestellt, haben auch teilweise mit zwei Spitzen gespielt. Und klar, wir haben einen wichtigen Sieg gelandet. Auswärts war extrem wichtig für die Spieler. Das hat man auch die Woche über gemerkt im Training. Ja, sie waren ein Stück weit auch befreit, ja, dass sie in so einem wichtigen Spiel 3 Punkte geholt hat. Und ja, jetzt gilt es einfach, uns gut vorzubereiten auf Rapid Wien. Wir freuen uns auf das Spiel, ja, weil es sind immer so die besonderen Spiele, wenn Sturm gegen Rapid Wien spielt. Ja, viele Fans, gehe davon aus, Stadion wird voll sein. Viele Fans werden wieder mit nach Wien fahren, werden uns toll unterstützen und darauf muss man sich einfach freuen. Wie frisch ist die Mannschaft jetzt 3 Runden vor Schluss? Ist ja doch eine lange Saison wieder gewesen. Welches Gefühl haben Sie da? Welchen Spirit geht man da in diese Partie? Ja, sehr gut. Die Mannschaft ist top motiviert. Das hat man im Training gesehen. Haben auch direkt nach der Heimreise dann gut regeneriert. Die Mannschaft hatte 1,5 Tage frei, um sich wieder auch mental zu erholen. Rückreise war ja Gott sei Dank nach dem Sieg, ist so eine lange Rückreise dann einfacher zu verkraften. Und trotz allem war es wichtig, auch mal wieder mentale Frische zu bekommen. Aber die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck. Und wir wissen, dass die Ausgangssituation ist besser geworden als vor dem Spiel in Alltag. Aber wir wissen auch, dass noch nichts entschieden ist. Ja, es wird bis zum letzten Spieltag eng werden. Und wir müssen in den letzten 3 Spielen nochmal alles investieren, nochmal alles raushauen, um die nötigen Punkte zu holen, dass wir dann wirklich am Ende des Tages unter den Top 3 sind. Aufgrund der Situation von Rapid, die noch abstiegsgefährdet sind, erwartest du ein Kampf- und Kampfspiel oder erwartest du mehr spielerische Linien? Ja, schwierig zu sagen. Generell befasse ich mich weniger mit dem Gegner, wie die Situation auch dort ist. Aber ich gehe davon aus, dass Rapid Wien mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Dafür haben sie einfach zu viel Qualität in ihrer Mannschaft. Aber normalerweise ist es so, dass Rapid und auch Sturm Mannschaften sind, die sehr viel Wert legen auf spielerische Elemente. Insofern gehe ich davon aus, dass es schon ein sehr intensives Spiel wird, ja, wo auch klar die Zweikämpfe entscheidend sein werden.
aber gehe auch davon aus, dass es auf jeden Fall auch spielerisch gut wird. Sagt dir der Name Asino Birkel was? Das ist heute aufgetaucht, dass möglich ein Neuzugang für Wacker. Nein, sagt mir nichts, aber es ist ja nichts Außergewöhnliches, dass es bei Sturm sehr viele Gerüchte gibt und dass da immer sehr viele Namen auftauchen und manchmal auch Namen ins Spiel gebracht werden, mit denen wir uns eigentlich überhaupt noch nicht befasst haben. Philipp, neue Frisur, gibt es einen Namen, den du zulegen hast nach dem guten Match auswärts? Ja, ich will natürlich an der Leistung auch anschließen. Ich hoffe, dass das nächste Mal natürlich der Ball nicht auf die Stange geht, sondern vielleicht von der Stange ins Tor hupft. Aber das hat nichts mit der Frisur dann zu tun. Warum das die Style? Einfach, weil es mich genervt hat und schon zu warm war im Sommer. Das letzte Spiel war wirklich gut von dir. Bist du jetzt im Finish? Kommst du so richtig jetzt rein und findest du deine Form? Schön langsam? Ja, also ich habe mich wohl gefühlt. Also, ob ich jetzt da in Form bin oder nicht, das müssen andere bewerten. Ich fühle mich gut, ich bin fit und ja, sofern ich spiele, will ich auch meine Leistung bringen. Gehst du davon aus, dass du am Sonntag spielst? Das werden wir alles am Sonntag sehen. Gibt es noch eine Frage? Ja. Bitte schön. Sascha Wolbert, den kennst du nämlich, ja? Den kenne ich sehr gut sogar, ja. Ob ich mir nicht überreden? Weil könnte ja sagen, bleiben. Ja, aber ich glaube, dass das tendenziell in ganz Österreich so ist. Wenn jemand ruft aus einer der großen Ligen und selbst wenn es auch nur die zweite Liga aus Deutschland ist, zeigt es uns doch immer wieder, dass dann die Spieler einfach die Möglichkeit nutzen, weil einfach dort ja, in allen Bereichen mehr geboten wird. Ja, man spielt vor vollen Stadien. Ich gehe auch davon aus, dass man etwas mehr verdient. Und das trifft ja nicht nur uns. Ja. Das sieht man ja Jahr für Jahr in Salzburg, wie viele Spieler dort immer wieder weggehen, obwohl Salzburg ganz andere Möglichkeiten hat als Sturm Graz. Und insofern ist das dann für mich ja keine Überraschung. Und wie gesagt, es gab ja eine Möglichkeit, dass Sascha aus dem Vertrag aussteigen konnte. Wir haben ihn damals geholt als ganz, ganz jungen Spieler von Austria Wien, wo er einfach nicht zum Zuge gekommen ist. Und auch damals in den Gesprächen war schon immer klar, hat immer schon gesagt, was letztendlich auch seine Ziele sind. Und aber dass er gerne zu uns kommt, weil er sich einfach hier weiterentwickeln will. Und das ist ihm gelungen. Er hat einen extremen Sprung gemacht in den letzten 2 Jahren. Und dass dann halt andere Mannschaften aus dem Ausland auf so junge, talentierte Spieler aufmerksam werden, ist doch nichts Außergewöhnliches. Ja, Dresden ist eine Mannschaft, die schon auch spielerische Akzente setzt. Ja, ich kenne auch den Trainer sehr gut, Uwe Neuhaus. Der legt da extrem viel Wert. Also davon gehe ich aus, dass er eigentlich gut in die Mannschaft reinpassen wird. Alles andere liegt an ihm, so wie das immer der Fall ist. Ja. Jeder Spieler bestimmt selbst über seine Zukunft und jeder Spieler bestimmt dann auch, ob er spielt. Aber jetzt ist es, glaube ich, extrem wichtig. Habe auch mit Sascha ein Gespräch geführt und er ist hochmotiviert, noch voll motiviert, in den letzten 3 Spielen für Sturm Graz alles zu geben. Und das war für mich eigentlich die wichtigste Botschaft, dass er mir das mitgeteilt hat in diesem Gespräch. Und es ist durchaus möglich, dass er auch in diesen 3 Spielen noch sehr, sehr viel zum Einsatz kommt. Gibt es auch eine Frage? Lück und Lopprecht wieder gesund? Ganz gesund? Lück? Letzte Woche gefehlt? Ist wieder gesund, hat immer wieder noch Probleme mit seinem Rücken. Sandy hat letzte Woche bei den Amateuren gespielt, hat dort über 80 Minuten gespielt. Also auch er hat jetzt nach seiner Verletzung, ist er wieder fit. Fitnesszustand ist auch okay. Also auch diese Spieler wären am Wochenende einsatzfähig. Wenn es keine Frage mehr gibt, dann danke ich fürs Kommen und alles Gute am Sonntag.